Hi, ich freue mich so sehr, dass du heute in dieses Video gefunden hast, weil das Thema, das ich heute bespreche, wirklich ganz viele Menschen betrifft. Und das ist eine Sache, die wirklich sehr wichtig ist für deine persönliche Entwicklung. Und es ist dieses Festhalten wollen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie viele Dinge du besitzt, wie viele Umstände du vielleicht in deinem Leben hast, die sich für dich sehr schwer anfühlen und die dich auch einerseits erdrücken und andererseits du aber nicht den Mut findest, diese Veränderung oder dieses Loszulassen in dein Leben zu holen und endlich damit anzufangen. Und dieses Festhalten wollen, das kann ganz viele Dinge beinhalten. Das können natürlich materielle Gegenstände sein, die wir einfach nicht loslassen können. Es können auch emotionale Gegenstände sein, an denen wir so festhalten, weil wir glauben, dass wir dadurch vielleicht die Erinnerung an eine besondere Person oder irgendein schönes Ereignis vielleicht weiter in unserem Leben belassen. Es können aber tatsächlich auch Dinge sein wie Beziehungen, die wir vielleicht eingegangen sind an einem Zeitpunkt, an dem es gepasst hat. Und irgendwie, haben sich die Menschen verändert, du hast dich vielleicht verändert und hältst jetzt weiter daran fest. Und eine Sache, die kann ich dir jetzt schon mitgeben zu dem Thema Festhalten wollen. Um das zu lösen, braucht es auf jeden Fall Mut zu Veränderung. Und da gehört auch dazu, mal die Komfortzone zu verlassen. Also du kannst dir das Ganze vielleicht ganz gut vorstellen, wenn du jetzt mal an einen Eisblock denkst, ein riesiger Eisblock. Und in dem hast du jetzt all die Dinge drin, an denen du so festhältst. Also bei manchen sind es ja vielleicht Kleidungsstücke, bei anderen, wie gesagt, schlechte Gewohnheiten oder auch Menschen, die uns eigentlich nur Energie rauben. Bei manchen ist es so, dass man sagen kann, okay, man hat vielleicht den kompletten Haushalt, den man nicht loslassen kann, weil man vielleicht in einen kleineren Raum oder vielleicht sogar woanders hinziehen möchte, aber man kann es nicht, weil einfach dieser Eisblock alles dort drin behält. Und diesen Eisblock, den nimmst du jetzt sozusagen aus dem Eisschrank, weil, sagen wir mal, deine Eistruhe, da gibt es jetzt keinen Strom mehr bei dir. Und all die Dinge, die in diesem Eisblock sind, die sind da festgefroren. Und du versuchst jetzt ganz viel Energie da reinzugeben, dass dieser Eisblock jetzt nicht schmilzt und all deine Sachen dort freisetzt. Also all deine Probleme, vielleicht sogar deinen Mut, Probleme aus deiner Vergangenheit, die du immer noch bei dir behältst. Und oft ist es ja wirklich so, ich sage immer Probleme aus der Vergangenheit. Ich glaube, dass wir alle, die wir viel zu viele Dinge haben, dass wir etwas kompensieren und das durch diese Dinge, also sei es jetzt materiell oder nicht materiell, bei uns behalten wollen. Und du versuchst jetzt also diesen Eisblock zu retten, damit diese Dinge jetzt nicht freigesetzt werden. Vielleicht gehst du sogar mit dem Eisblock zum Nachbarn, also jetzt nur bildlich gesprochen, und fragst den, darf ich mal bei Ihnen oder bei dir meinen Eisblock in den Eisschrank legen, weil da sind Dinge, die möchte ich einfach nicht gehen lassen. Ich möchte die einfach nicht freisetzen. Und dieses Festhalten wollen und diese Energie, die dir eigentlich deine Freiheit und deine Zeit rauben, diese Energie musst du eigentlich gehen lassen. Du musst diesen Eisblock zum Schmelzen bringen. Und vielleicht schaffst du es, die Dinge aus deinem Eisblock freizusetzen, indem du dir bewusst wirst, was das mit dir macht, welche Nachteile es hat, wenn du
nicht den Mut aufbringst für Veränderung. Und da ist eigentlich schon das Erste, zu sehen, dass Veränderung gut ist und dass Veränderung notwendig ist, um emotionale Wunden, um emotionale Blockaden zu lösen. Ich glaube zum Beispiel auch, dass Menschen, die zu viele Dinge festhalten wollen, wirklich nicht den gegenwärtigen Moment genießen können. Also frag dich selbst, durch all die Dinge, durch all die Lebensumstände, es muss nicht immer materiell sein, alles, was du festhalten möchtest, das sind ja die Dinge, die dir Sicherheit geben und vielleicht gehört es einfach mal dazu, etwas Neues zu erleben, offen zu sein für Veränderung. Jede Veränderung birgt auch Chancen in sich. Wenn du das einmal für dich begriffen hast, dass du vielleicht durch dieses Loslassen und nicht das Festhalten wollen in deinen Strukturen bleibst, dass du dann einfach ein wirklich einfacheres Leben hast, weil du natürlich nicht diese viele Energie, die du brauchst, um deinen Eisblock auch immer schön gefroren zu halten und Hauptsache es ist alles da drin und kommt nie frei, diese Energie kannst du dann natürlich für andere Dinge verwenden. Also, ich möchte dich mit dem heutigen Video dazu ermutigen, deinen Eisblock einfach in Ruhe zu lassen und schmelzen zu lassen. Lass den Eisblock los, vergiss das Festhalten wollen und werd dir darüber bewusst, warum du festhalten möchtest. Was ist da in dir, das dir verbietet, das dich nicht befähigt, das loszulassen? Was steckt da dahinter? Guck mal hinter diese Fassade. Und ich möchte dich heute mit einem ganz, ganz wunderbaren Zitat von Ernst Ferstl entlassen. Und zwar lautet das: Wer Leben ins Leben bringen will, der muss das Festhalten wollen aufgeben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Falls du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir gerne eine Mail, melde dich. Ich schreibe dir sehr, sehr schnell zurück, da bin ich mir sicher. Und jetzt hab noch eine wundervolle Zeit und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei einem meiner Videos. Ciao, ciao.